werden hier in Europa nun über die Rückkopplung verkauft. Das heißt, das war sozusagen auch der Link, weil man ja von Landmaschinen auch erstmal sich das Know-how zutrauen muss, sowas zu machen. Das kam über die neue Firmenverpflichtung quasi. Ja, genau, mit der Übernahme 2018 von Schengen haben wir jetzt natürlich dann in Europa relativ auf natürlichen Wege durch die Wirkung und den Verkaufskanal aufgemacht und somit eben den Zugang zu Steinkuchen noch beschreiben können. Das war dann das, wo ich gesagt habe, okay, jetzt steigen wir in dieses Segment ein. Jetzt ist ja, wenn man einen vorhandenen Markt dazukommt, kann man sich sehr schön anschauen, was ist gut, was wollen wir vielleicht anders machen, was können wir vielleicht irgendwie auch anders lösen. Was ist jetzt an der Maschine standardmäßig wie bei anderen, was ist ein bisschen anders? Also mir kommt so vor, als ob sie relativ, ich will nicht sagen gedrückt, aber einen niedrigen Schwerpunkt hat. Ist das irgendwie auch so ein Thema, dass sie ein bisschen... Betreter hier, quasi der Kraftstoffeffizient übertragen wird. Weiter ist der große Fokus immer die Sicherheit und der Fahrerkomfort. Ich denke, das sind so die großen Überschriften, wenn man das zusammenfassen möchte. Das beginnt bei der Kabine. Wir haben hier im Standard beheizten, aber auch einen belüfteten Fahrersitz. Luftgefedert natürlich. Und wenn man sich die Kabine anguckt, und ich lade alle gerne ein, auch das oben an unserem Stand zu tun, da sieht man auch die große Übersichtlichkeit, die man hat. Nach vorne hin auf den Arbeitsbereich, um die Rückseite abzudecken, haben wir zwei Kameras installiert. Hier können wir die Zentrale bei Rahmen-Fahrwerk auf dieser Fotopiste, wo wir dann die vorteilhafte Einzelradaufhängung und Rückfederung sehen. In der Praxis wirkt sich das dann so aus, dass man, speziell wenn man etwas längere Distanzen hat zwischen dem B- und Endladepunkt, einfach mehr Fahrgeschwindigkeit aufbauen kann, wenn man auf diesen unruhigen Untergründen einfach schneller fahren kann. Einmal fahrzeugschonend, aber auch schonend für den Fahrer ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, das ist ein Vorteil dieses Konzepts. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Wir sind etwa ein Liter günstiger als vergleichbare Dampfer in dieser Gewichtsklasse. Und also wieder alles gerechnet, sei es Investitionskosten, Wartungskosten und so weiter, auch Treibstoffverbrauch, sehr interessant. Apropos Treibstoff ist auch noch ein wichtiges Thema. Gar kein Thema, sind wir gut aufgestellt. Und die Maschine an sich, auch das hast du erwähnt, sind jetzt auch keine Neuigkeit im Sinne von John Deere baut jetzt nicht von Grund auf neu, sondern das sind Maschinen, die auch schon im amerikanischen Markt schon ihren Mann bzw. ihr Metall gestanden haben. Ja genau, ich glaube die ersten Radler sind in den 60er Jahren von John Deere in Amerika gestartet worden. Ich glaube dieses Modell ist seit den 90er Jahren eingeführt und weiterentwickelt und dementsprechend auch hier neu, Name bekannt. Aber die wissen schon, was sie tun. Die wissen schon, was sie tun. Wie ihr es tut, also wie sitzt man zum Beispiel in einem John Deere? Wie muss man sich das Gehäuse vorstellen? Und was findet man dort alles an Möglichkeiten der Optionen bzw. der Einstellung vor? Genau, also gut, dass du es erwähnst. Die Fahrerkabine, Hauptaugenmerk der Weiterentwicklung. Hier ganz klarer Fokus auf die Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit. Die Kabine ist sehr geräumig. Man hat auch als großer Mensch genügend Platz. Thema Sichtbarkeit, ganz wichtig. Das Arbeitsumfeld nach vorne ist sehr gut einsichtbar durch die Maximalverglasung. Nach hinten ist natürlicherweise die Sicht nicht so gut gegeben. Da unterstützen ein bis zu drei Kamerasystem, eine rein hinten und über den Spiegeln links und rechts, die dann ein integriertes Kamerabild in die Kabine liefern und darüber hinaus dann auch mit Radarsensoren den Fahrer warnen, wenn hinter der Maschine irgendwelche Hindernisse sind. Sehr schön, wunderbar. Also da haben wir auf jeden Fall eine gute Maschine vor uns, die jetzt bei euch am Stand dann auch noch mit der anderen Maschine dann auch gerne mal im Sitzmodus zu probieren ist. Genau, sind alle herzlich gerne eingeladen, am Stand C25 vorbeizuschauen, sich das einmal zu erleben. Was vielleicht noch zu dem Vertrieb der Maschinen sagen soll, auf der Bauma vergangenen Jahres wurden die beiden Maschinen erstmals dem Publikum vorgestellt. Der Vertrieb erfolgt in Deutschland über die Wirtgen Group Marke von Klemann. Klemann deshalb, weil die Klemann-Verkäufer den besten Zugang haben zu dem Hauptanwendungsgebiet dieser Anlage, und zwar Steinbrüche und Recycling.